Einen Tisch. Na, versuchen wir es mal so. Da muss ich den Tisch dann rücken. Der passt hier nicht mehr dran. So, und hier wird es wahrscheinlich auch eng werden. Na, okay. Hier rücke ich dann auch nochmal. Und der erste Tag ist rum. Dieses, ich bin jetzt schon bei 15 Plätzen und 426 pro Tag. Ich nehme das jetzt mal so weit hinten wie möglich. Am Ende müsste ich ja jetzt auf 16 Plätze kommen. So, und den. Hier mal noch etwas nach unten. Und den dann vielleicht noch etwas nach oben. Jawohl, jetzt sollte es mit dem Platz reichen. Und jetzt müsste ich auf. Genau, 16 Plätze habe ich, habe 454 Gäste, die ich pro Tag hier bedienen könnte. Und die kommt, genau, so soll es sein. Bei Kinder, Jugendlichen und Arbeitern kommt die Ausstattung hier, ja, so halbwegs an. Und ja, ich gehe nochmal. Wir kaufen nochmal was dazu. Nochmal hier so einen weißen und vier Stühle dran. So, wo packen wir den Tisch hin? Ja, packen wir hier unten hin. So, die Eingänge hier von der Küche und auch der Eingang zum Restaurant, das sollte man immer frei halten. Und ja, jetzt habe ich 20 Plätze, 568 mögliche Gäste pro Tag. Die werde ich anfangs natürlich nicht erreichen. Und ich fange jetzt erstmal mit einem kleinen Ofen an. Und beziehungsweise. Nee, das kann ich auf jeden Fall ausgeben. Ich nehme hier den großen Backofen für 2,8. Der hat eine Kapazität von 4 bei einer Backzeit von 14 Minuten, Qualität 38. Da sollte ich mich dann irgendwo immer dran halten, dass ich so in dem Bereich bleibe. Und jetzt bin ich schon bei 200 Pizzen pro Tag. Und bräuchte dann noch mal so einen und dann noch einen kleinen. Dann könnte ich die, hätte ich genügend Kapazität. So. Und jetzt kommen noch Fliesen rein. Naja. Nehmen wir die hier. So, 576 Mark. Na, das sieht doch schon etwas besser aus. Wenn ich das Geld dann noch haben sollte, würde ich hier in die Ecke noch, entweder es kommt noch ein Tisch rein oder ja, ich würde hier noch einen Tisch. Na, ich könnte es auch gleich machen. Ich mache es lieber jetzt, bevor ich den Laden öffne,
denn sonst muss ich das Restaurant wieder schließen und kann dann erst wieder die Tische und alles umstellen. So, ich setze ihn jetzt mal hier rein. Ich hole jetzt noch zwei rote Hocker. Ich denke, das geht schon irgendwie. So. Der kommt hier hin und der kommt hier hin. Und der hier. Und hier unten kommt dann noch entweder ein Fernseher oder eine Jukebox hin. Da warte ich jetzt aber mal noch. 682. Na wunderbar. Ja. Das passt von der Zielgruppe. Und hier, das könnte ich mal noch etwas mittiger stellen. Das sieht besser aus. Okay. Noch etwas Deko, eine Pflanze. Nehmen wir mal die hier. Zwei Stück. So. Kommt hier eine hin. Und hier in die Ecke setzen wir auch noch eine Pflanze. So, jetzt habe ich schon 2 Tage verbraucht mit der Einrichtung. Ja, jetzt sprechen wir schon einen Rentner an hier. Gut. Bevor ich jetzt Personal einstelle, würde ich noch ein paar Standardpizzen backen und also erstmal das Rezept kreieren und so, fange jetzt an mit der Pizza Neapolitana. Und so, ich habe jetzt mal wieder meine Anleitung gezückt. Und ja, die sollte natürlich nirgends fehlen. Muss ich mal sehen, dass ich das hier gut hinbekomme. Ich denke, das passt so. So. Und dann hier noch und hier und so, da haben wir schon mal die Tomaten. Jetzt kommen die Knoblauchzehen. So, einmal hier. Und dann nochmal zerkleinern und hier so drumrum. Okay. Jawohl, jetzt kommt noch Oregano. Und den packen wir so damit drauf. Zack. Parmesan als nächstes. Mache ich erstmal klein und da kommt dann immer hier so in die Lücken rein. Na, das sieht doch schon richtig gut aus. Ich brauche dann nochmal Oregano. Und da kommt hier einer hin, hier und hier und hier. Ja, das wär's auch schon. Und hier sieht man die Zutaten und hier sieht man die Kosten für die Herstellung.
mit den ganzen Zutaten und hier, wie die Pizza ankommt. Also ich müsste dann gucken, dass ich hier grüne Werte erreiche. Und jetzt geht es aber erstmal zur Bewertung. Ja, das sieht gut, sieht sehr gut aus. Noch eine 20, jawohl. 97%, ja, da kann man zufrieden sein. Und die kommt jetzt auch auf die Liste zum Preis von 8,50. Muss ich sehen, ob das jetzt so passt oder ob ich dann nochmal runtergehe. Und ich fange aber erstmal mit diesen Beträgen an. Und würde jetzt eine Pizza aussuchen, die sich insbesondere an Kinder richtet und Jugendliche. Und das ist hier die Pizza Exotica. So, dann wollen wir die mal vorbereiten hier. Wir brauchen Ananas. Die packen wir so in die Mitte rein. Dann wird die Ananas klein gemacht. Zack. Zack. Wir brauchen Kiwi. Oh, falsche Spalte. Kiwi. Die Kiwi kommt hier rein. Na, wenn das nicht so ist hier. Und dann noch Mandarinen. Kommt eine in die Mitte. Dann Äpfel. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die. Nee, die kommen so drauf. Zack. Okay, dann noch Kirschen. Die kommen hier immer in diese Lücken rein. So. Okay, dann noch Erdbeeren. So, und zum Schluss kommt noch Melisse drauf. So, einmal so. So. Und so. Ja, genau. Jetzt sollte ich alles drauf haben. Und die kommt. Ja, man sieht es schon hier. Kommt sehr gut bei Kindern an. Ja. Wird wohl auch 97% werden. Ja, wunderbar. So, die ist teurer. Und ja, ich bleib trotzdem erstmal bei 8,50.